Höhle, naja, auch kann ja da machen. Hey, Judith. Na? Hallo. Hi. Ist gut? Ich habe mir ein Eis geholt. Das hätte ich auch vorhin dran gedacht. Vielleicht tue ich mir auch noch eins. Mhm. Passt so gut zu dem Gelb vom T-Shirt. Ja, mega. Guck mal. Hast du mal gewaschen? Nee, ich hab's nicht gewaschen. Ich hab sogar einen Wäschekorb geschmissen und wieder rausgeholt. Ah, nee, ist gut. Super. Ja. Ah ja. Ja. Warte mal, setz dich mal hier hin. Nicht so. Genau, auf die Kette. Ah ja, das ist gut. Warte. So. Ah ja, kannst du die Haare mal aufmachen? Mhm. Ah, so sieht das aus. Ja. Ja. Okay. Mhm. Sieht das blöd aus? Nö, ist gut. Aber kannst du mal auf die andere Seite vielleicht machen? Ja. Ah ja. Ja, warte mal. Lass ich mal. So. Ja. Alles gut. Ja, mit der Kette ist nicht so gut drin. Moment, ich will mir ein neues Kamm. Ja, das ist halt, das Licht nicht so gut, aber vielleicht. Ja. Ah ja, ja. Ja, genau, das wäre glaube ich auch. Also genau, ich gehe mal hier so hinter und du kommst dann da so von hinten so angeschlichen. Okay? Ja, mach nochmal. Ein bisschen langsamer, also die Hand langsamer. Und dann, also genau, dass das man erst die Hand sieht vielleicht. Genau, dass man erst die Hand sieht, ja. Ja. Ja, und, okay, ja, das ist gut. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Vielleicht nochmal kurz? Kannst du es nochmal? Aber, ja, vielleicht mit beiden Händen auch, geht das? Mhm. Ah ja, also ich finde halt hier ist einfach. Ist nicht, ja, so ist schon viel. Ja, so. Oh ja. Mal setz dich doch nochmal hier rein. Das könnte auch ganz gut. Weil so. Aber ist auch ein Grab, oder? Ja. Genau. Mhm. Ja, wobei ist es nicht sicher, weil da steht anstelle von. Ich glaube, das ist letzten Endes dann. Woanders. Ah, da, guck mal, da ist die Frau wieder von vorhin. Kriegt sie die Bahn? Du, Also why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, ich mach mal den they Anstand. Long to be ich mach den an allen close vier to you. Also. Hey, soll ich gleichzeitig das Gedicht aufsagen?
Später? Ja. Wusstest du eigentlich, dass es Kamele gibt im Oberwald, irgendwie nur 400 Meter südlich von hier? Ja, aber nur eins, ne? Ja, eins mit zwei Hökern, von denen einer umgefallen ist. Ja. Ah, there, should I translate it for the for the international? There are what's the expression for llama in English? Dromedala camels, they're, yeah, right? Yeah, I just explained it. There are camels in the forest nearby. This is a pyramid. And there's also crocodiles only 200 meters further north surrounding the Bundesverfassungsgericht. Hey, kommt eigentlich unser Kameramann noch? Du, der ist in Landau. Ich habe vorhin noch mit Enzo telefoniert und der hat auch nichts mehr von ihm gehört. Ja, du, der ist, ja. Ich glaube, der ist in Landau. So, our cameraman is missing in Landau. Nee. Sind das deine? Is it yours? Yes. Nee, die sind nicht von mir. Sind die von dir? Nee, von mir sind die auch nicht, aber ich habe noch einen in meinem Rucksack. Guck mal, die Hose ist aufgegangen. Das war ja vorhin, war das nicht so. Aber, naja. Ich werde jetzt mehr auch rausgegeben. Ah, guck mal, der Knopf ist ja jetzt auch abgerissen, ne? So.
Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Hey, sollen wir mal ein Vorschaubild machen? Ich wollte noch ein Vorschaubild machen, oder? Eine Presentation Picture. Lass das Lied auf. Könnt ihr kurz ein Foto von uns machen? Ja. Also einfach nur, wir machen ein... einfach halten. Müsst nur halten. Das ist schon Video. Und wir machen einfach ein Bild sozusagen vor der Kamera jetzt. Ja, aber genau. Ich muss nichts drücken, muss oder? Nicht, gar ach so, nichts, okay. Genau. Okay, halt, du machst das L und ich mach das K. Ja? Und du musst dich hinsetzen und das L muss in die Richtung gucken, andersrum, genau. Den Fuß raus, Arme hoch. Und da. Sieht man uns gut? Ja. Ist das eine L und ein K? Ja. Die eine Hand noch ein bisschen drunter vielleicht. Genau so. So? Ja. Okay, ich glaube. Okay. Dankeschön. Super. Okay. Tschüss. Ja, sieht gut aus, oder? Ja, aber warte mal. Ich glaube, ich weiß nicht. Sollen wir da noch was hätte ein bisschen mehr erschreckt sein müssen, das Bein, aber. Das sieht. Ja, aber. Ja, das kann man schon nehmen, weißt du. Also ich glaube, da waren jetzt schon ein paar ganz gute Sachen dabei. Weißt du, was noch fehlt? There's something missing that is like, I guess it's super, I think it's super important for the whole story of Landauer Karriere. Diese Geschichte, die du erzählt hast, von der Pyramide, wo du achtmal um die Pyramide gefahren bist. Darf ich dein Fahrrad haben? Ja, klar. Ja, soll ich die dir jetzt geben? Also ich würde auf dem Fahrrad fahren und du... Ja, ich steig erstmal aufs Fahrrad. Warte, mach ich die Lampe nochmal aus. Und auch nochmal Judith, wie wolltest du jetzt eigentlich da hochkommen? Naja, also ich dachte... Naja, eine Möglichkeit wäre ja diese Nummer gewesen mit dem Untertagebau. Und da wäre diese ganze Geschichte mit Kombikale und Tina Tunnel, die auch geheiratet haben, aber keinen Doppelnamen angenommen haben. Also die heißen dann nicht Kombi-Tunnel. Ach, die haben keinen Doppelnamen angenommen. Oder haben sie doch einen Doppelnamen angenommen? Jetzt weiß ich es nicht mehr so genau. Naja, Kombikale und Tina Tunnel und unterirdisch halt einen Tunnel bauen und dann von unten durchstoßen. Aber ich bin mir immer nicht so ganz sicher. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher mit der Grabesruhe und so weiter, weil mir das bis heute nicht so ganz klar ist, ob da wirklich... Anstelle von, ob ich dann da so hochstoßen würde. Aber wenn du mich nochmal fragst, erzähle ich dir auch eine andere Sache. Okay, ja, ich frage dich nachher nochmal. Soll ich nochmal auf, ich, also, ah, ja, one auf possibility to get on top, that's one thing that we want, is to go from underground, but it's also a grave, so we don't know if Carl is still lying there. Because it says in Anstelle von, how you translate that? It's like a... You don't know if the pyramid is there instead of Karl, or Karl is at the same place as the pyramid. As the pyramid. Yeah, it's really tricky. Okay, möchtest du die Geschichte erzählen? So, ja. Wie hatten wir das dann? Ich würde fahren. Ja. Du filmst mit? Ja. Ja, beleuchte dich mal, genau. Nun, ja, oh. Ja, also die Geschichte, die Judith meint, ist, ich bin eigentlich genau vor einem Jahr, im Februar war das, bin ich hier nachts auf den Marktplatz gefahren und als ich hier drauf gefahren bin, musste ich richtig, 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 richtig schlimm anfangen zu weinen. Das kam so richtig von innen heraus und je näher ich der Pyramide gekommen bin, desto stärker wurde das Weinen. Und ich habe dann also beschlossen, okay, ich fahre jetzt direkt auf die Pyramide zu
Und als ich dann kurz vor der Pyramide war, dachte ich dann in meinem Heulkrampf, jetzt fahre ich 8-mal um die Pyramide. Und ja, bei der ersten Runde, also das Weinen hat nicht aufgehört, das kann ich sagen. Bei der ersten Runde war ich dann, waren hier so zwei Jungs, die wollten ein Foto schießen. Und die waren dann alle 8 Runden lang damit beschäftigt, dass sie irgendwie ein gutes Bild hinbekommen. Und ich habe einfach nicht aufgehört zu weinen. Es gab in der 5. Runde, gab es mal so eine kurze, so einen Moment, wo es so ein bisschen ruhiger wurde. Aber naja, jedenfalls nach der 8. Runde fahre ich dann hier so weg. Und dann sind dann noch diese zwei Jungs. Und der eine dann so zu dem anderen, ey, mich kriegt keiner platt. Und oh, da musste ich dann noch mal heulen und bin dann aufs Schloss zugefahren. Da waren dann auch Leute, die haben schlechte Musik gehört, haben irgend so komisches Zeug geredet. Dann okay, bin ich durch den Schlosspark zum Bundesverfassungsgericht, habe meinen Freund Hannes angerufen, der studiert Jura. Und dann so, Hannes, ich bin gerade 8-mal um die Pyramide gefahren, ich kann nicht mehr aufhören zu heulen. Ich stehe jetzt hier vom Bundesverfassungsgericht. Und er, ja, okay, geht's dir gut? Ich, ja, mir geht's gut. Naja, jedenfalls war das ein sehr eindringliches Erlebnis mit dieser Pyramide. Und das wollte ich hier jetzt einfach mal erzählt haben. Hey Heidi, was ist eigentlich Landau-Karriere? Landau-Karriere ist kein Plüsch fürs Auge. Hey Judith, was ist eigentlich Landau-Karriere? Landau-Karriere ist die Gründungsmythos bei Aldi. Auf dem Parkplatz. Landau-Karriere ist einstürzende Schwerlastregale. Landau-Karriere ist crashing shelves. Landau-Karriere ist... Der Backup-Plan beim Runterfallen. Zufällig live sein. 2 und ein Kameramann. 12.000 Einwohner. Ohne Frühstück anfangen. Landau und Karriere. Darf ich jetzt mein Gedicht aufsagen? Ja. Später, okay? Soll ich erzählen, wie ich auf die Pyramide hochkomme? Nee, warte, komm, wir gehen nochmal darüber. Okay. Suddenly appear every time you are near, just like me, just like me, just like you. They long to be close to you. Ey Judith, wir wissen, euch da hochkommen. Ich habe ein Lasso mitgebracht. Das ist lang genug. Aha, warte, wie? Vorne dran die Schlaufe. Hey, ist das deine Bahn? Oh, ja, nee. Aber wann kommt denn der Fahrer? Hey, ist der am Telefon gerade? Ja. Ah, der fragt, wann wir kommen. Der wollte doch eigentlich im, ja. Ja, ja, ich dachte in 2 Wochen. Ja, wir kommen in 2 Wochen. Ja, bist du da? Ja, genau, Landau.
Also super. Okay. Ja, mach ich. Ciao. Mann, hast du schon aufgelegt? Ich wollte ihn eigentlich noch fragen, was für ein Parfum er trägt. Ja, der konnte nicht, sein Akku ist leer gleich. Scheiße. Aber, müsst ihr wissen, was ich für ein Parfum trage? Sag mal. Wie heißt das? California Pyramid Dreams. Und wie viel Grad hat es in Karlsruhe? 25. Durchgehend sonnig. Durchgehend sonnig. Ist das deine Bahn? Nee. Soll ich das Gedicht auch sagen? Should I say the poem now? I think. Or should I climb the pyramid? I think you should say the poem. Okay, you know what? I'll read the poem, but only if you perform with the big bracelet here. Ja. It's a poem, it's in German, but it's a poem about a blank piece of paper in the woods. Das Butterbrotpapier. Ein Butterbrotpapier im Wald, da es beschneit wird, fühlt sich kalt. In seiner Angst, wie wohl es nie ans Denken vorher irgendwie gedacht, natürlich als ein Ding aus Lumpen und so weiter fing. Aus Angst, so sagte ich, fing an zu denken, fing, hob an, begann zu denken. Denkt euch, was das heißt. Bekam aus Angst, so sagte ich, Geist. Und zwar versteht sich nicht bloß so vom Himmel droben irgendwo, sondern infolge einer ganz exakt entstandenen Hirnsubstanz, die aus Holz, Eiweiß, Mehl und Schmer infolge Überspringung der sonst üblichen Weltalter an ihm Boden und Gefäß gewann. In Überspringung in und an ihm Boden und Gefäß gewann. Mit Hilfe dieser Hilfe nun entschloss ich das Papier zum Tun, zum Leben, zum Gleichviel. Es fing zu gehen an wie ein Schmetterling. Zu kriechen erst, zu fliegen drauf bis übers Unterholz hinaus, dann über die Chaussee und quer und kreuz und links und hin und her, wie eben solch ein Ding zur Welt, ein Tier zur Welt, je nach dem Wind und Solz sich stellt. Doch Freunde, werdet bleich gleich mir. Ein Vogel, dick und ganz voll Gier, erblickt's, wir sind im Januar, und schickt sich an mit Haut und Haar, und schickt sich an mit Haar und Haut, wer mag da endigen, mir graut, bedenkt, was alles nötig war, und schickt sich an mit Haut und Haar, ein Butterbrotpapier im Wald, gewinnt aus Angst, Naturgestalt. Genug, der wilde Specht verschluckt das unersetzliche Produkt. Gut, soll ich jetzt auf die Pyramide klettern, Heidi? Should I climb the pyramid now? Yes. I think we're almost this finished. This is the moment now, yeah. Okay. So I'll give you the instructions and you'll do the... you can also watch if you want to. I think they probably... She's watching. So you have to film it from this angle. You can point the lighter on the top of the pyramid. Mm-hmm. I'll go behind it, yeah, and I'll climb it from there because it's I figured out it's the best way to do it. Yeah. And when I'm up there, I'll tip the top of the pyramid with my pointer's finger, like my Zeigefinger. Yeah. And you just have to tell me when you see it. You can just call my name. Okay. Yeah. Good.
Also Judith steigt jetzt die Pyramide hinauf. Sie ist jetzt nach hinten gegangen und sie wird mit dem Zeigefinger die Pyramidenspitze berühren. Und ich versuche herauszufinden, wann. Judith? Mhm. Ah. Aha. Judith! Ich hab's gesehen! Wir haben's! Ja, ich hab's voll gut aufgenommen, ja. Ich hab's richtig aufgenommen. Ja, ja. Hast du es wirklich gesehen? Ja. Es war saudunkel. Ja. Es war richtig. Ich konnte es gut mit der Taschenlampe. Konnte ich perfekt anstrahlen. Oh, ich bin immer noch voll am Zittern, aber ich habe ja auch mega trainiert vorher. Ja. Also es war jetzt eigentlich. Du, also. Es ist schon sehr dunkel. Ich hoffe, dass man später irgendwie. Man sieht halt die Taschenlampe auch kaum, ne? Ja, aber das. Also. Komischerweise hat man den Finger dann doch ziemlich gut gesehen. Das weiß ich. Weil ich glaube, es ist, weil da hinten einfach die Polizei vielleicht ankam und die haben dich, glaube ich, dann angestrahlt. Hey, das ist ja so. Du, ich glaube, der kommt. Ist der nicht auch mit dem Kameramann zusammen in Landau? Vielleicht gehen wir nächste Woche lieber einfach. Vielleicht gehen wir demnächst einfach mal nach Landau. Mit einem geschmolzenen Eis. Vielleicht schreiben wir einfach ein Lied drüber. Das fände ich, glaube ich, was. Ich denke, nächste Woche essen.